Jojo, ihr Zocker, willkommen zurück. Ich bin jetzt mal hier zum nächsten Ziel gefahren, ne? Zur nächsten Mission, zum guten... Boah, was ist denn jetzt schon wieder? Der Nervkopf. Velik, we need you. Now, the chopper is prepped and waiting off Grummer Road in Northwood. Your sometime accomplice Jacob is there. He's riding shotgun on this one. Jacob? The Rasta? Don't ask unnecessary questions. I want you to take out this guy's chopper. He was last spotted in Varsity Heights. No civilian casualties. Pronto, ciao mama. Okay, ja gut, dann müssen wir Jacob am Schrottplatz treffen. Ja, das ist da oben, da fahre ich ja wohl hin jetzt. Das ist der Hubschrauber aus der letzten Mission, den wir geklaut haben, das FIB. Hat den wohl jetzt irgendwie präpariert und wir dürfen jetzt hier rumfliegen. Super, wahrscheinlich ballert Jacob dann jetzt rum oder so. Er ballert ja eh mal rum. Und ja, fliegen, hoffentlich müssen wir nicht zu sehr ausweichen oder so. Ihr kennt ja meine Fahr- und Flugskills, ne? Steig in den Helikopter ein, da ist er ja schon. Sehr schön. Ja, dann machen wir das doch direkt mal. Ach du Kacke, was freue ich mich auf diese Mission. Ha, 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 ha. Yes, here's my man Nico. Hey, Jacob. Yeah, los geht's, in der Hausa. In der Helikopter. Fängt er wieder an zu kiffen hier eigentlich? Das sind nicht wir. Folge dem Ziel und warte auf eine Gelegenheit, seinen Helikopter auszuschalten. Alles klar, fliege nach Süden. Okay, los geht's. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Held im Helikopterfliegen und auch nicht im Schnellfliegen. Aber ich werde natürlich versuchen, die hier irgendwie zu erreichen da hinten. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So, die da hinten... Ne, da ist der Punkt, wo ich hin muss. Ich dachte, da hinten der helle Punkt, der da fliegt, wäre das. Da müssen wir hin. Hä? Du hast das Ziel verloren. Was? Ah ja, wie soll ich das denn so schnell machen? Ne, das geht doch gar nicht hier. Ja, natürlich nochmal versuchen. Müssen wir jetzt wieder da hin? Von da unten nach da oben? Wo sind wir denn jetzt ausgekackt worden? Wo stehen wir gerade? Ach, wir stehen da. Ach Gott, das ist doch hier... Hä? Ich glaube, da müssen wir gar nicht so weit gehen, oder? Ja, hier haben wir letztens alles in die Luft gesprengt. Wow, das dampft immer noch. Das ist da drüben. Da sind wir jetzt... Da können wir jetzt hin, ne? Ja, genau. Ah, ist ja doch gar nicht so weit. Müssen wir nicht mit dem Taxi fahren. So, ich habe eben, ich habe eben auf so einen leuchtenden Flugpunkt geguckt. In der Luft, statt auf der Map. Und deswegen habe ich voll das Ziel aus den Augen verloren. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie man mit dem Ding schneller fliegt. Ihr wisst das sehr wahrscheinlich. So, das haben wir schon gesehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Oh nein. Oh, das ist mir ja schon mal passiert, ne? Hallo, Kamera? Alter, wir müssen das Ding kriegen. Jetzt flieg doch da hinterher. Flieg nach vorne. Flieg nach vorne, Alter. Alter, geh doch mal nach vorne. Ey, ich verliere den Hubschrauber gleich wieder. Boah, ist das ein Kack, ey. Alter, Der zieht ja immer nach unten, ne? Sobald ich hier irgendwie links oder rechts... Wie, du hast das Ziel verloren? Ah! Wegen diesem kleinen Geschwenker-Kack da, ey. Das gibt's doch nicht. Ja. Das kennen wir jetzt. Ja. Was ist das denn für ein Rotzkack, ey? Da will ich wieder langlaufen, anstatt dass der uns da einfach hinten auskotzt. Nein, Mr. Bellick muss ja jetzt erstmal wieder schönen Dauerlauf machen, ne? Weil das ist ja überhaupt gut für die Gesundheit und für die ganzen Anzeigen, die der Körper hier so hat in GTA 4, ne? Nee, nämlich gar keine. Das gab's dann mal in GTA San Andreas, glaube ich.
dieser Körperkondition und überhaupt. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier wieder hoch, ne? Erneuter Versuch. Los geht's hier. Alles überspringen. Komm, komm. So. Jetzt aber, Jungs. Hoch die Kiste. Und nach vorne. Man muss die Maus immer so ein bisschen nach vorne drücken. So, damit er richtig fliegt und zwischendurch mal den Schub nachlassen. So, wir sind eben rechts um diesen Park herum geflogen. Und dann haben wir ihn verloren. Wir fliegen jetzt einfach konstant hier in diese Richtung, wo der Punkt jetzt hinfliegen wird. Dann sollten wir das doch recht schnell einholen können, das Ding. Es sei denn, lass ihn nicht entkommen. Ich bin doch dabei. Ich fliege doch geradewegs auf zu. Wo ist denn der? Ach, da unten ist der. Alter, wo fliegt denn der hin? Ich kann doch nicht so lenken, ey. Das wird ja eine tolle Mission. Ja, ich steuere ja schon so. Aber irgendwie driftet der mit der Nase immer nach oben und dann haben wir hier so ein Riesenproblem. Wir fliegen ja auch immer wieder hoch, ne? Boah, ich krieg das jetzt schon irgendwie hin. Irgendwie muss das gehen. Der Jacob zieht sich wieder was rein. Du verlierst den Helikopter, lass ihn nicht entkommen. Ja, ich bin noch dabei, Leute, ey. Ich kann hier nicht die Maus und alles gleichzeitig bedienen, das gibt's doch nicht. Komm, geh mal wieder runter mit der Nase. Da unten ist er. Da unten ist er. Und fliegt da hin. Wow. Hallo. Hallo, hoch mit der Nase. Hoch mit der Nase. Alter. Oh. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt waren wir so nah dran. Okay, wir müssen uns vielleicht auch irgendwie die Flugrichtung und alles einprägen. Das Ding ist einfach absolut kacke zu steuern. Ich sag's euch. Es ist kacke zu steuern. Wenn ihr die Maus nach vorne bewegt, geht die Nase runter und gleichzeitig drückt ihr W, um Schub zu kriegen. So. Dann geht der nach oben und leicht nach vorne. Ihr müsst die Nase aber auch wieder runter bewegen und auch nicht zu sehr, damit er nach vorne fliegt. So, das Problem ist, die Nase geht auch immer wieder hoch und das bremst ihn automatisch und dann musst du mit der 4 und der 6 auch noch den Hubschrauber drehen, also die Maus loslassen. Das ist ein Riesenakt und ich weiß nicht, wie ich das so tief fliegen soll. Ich steige halt immer hoch, das ist mein Problem gerade. Ich habe keine Ahnung, wie ich den tief lenken soll. Ich drehe jetzt mal hier so. Wenn ich einfach nur W drücke nach vorne, steigen wir nach oben. So. Ach, wir können auch... Ach Gott, wir können mit den Pfeiltasten, also mit der 8 auch einfach nach vorne lenken. Na super, das sagen die mir jetzt. Na gut, ich versuche mal hier... Das Problem ist halt... Hier so eine Konstante hinzukriegen zwischen Fliegen und Vorwärtskommen ist so ein kleines Problem. Wie ihr seht, jetzt kann ich hochsteigen, weil ich Schub gebe. Du hast das Ziel verloren. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn jetzt für ein Fail-Part hier? Entschuldigung, Leute. Es ist einfach die größte Grottenkotze hier, dieses Steuern. Ich krieg zu viel, ey. Ich krieg echt zu viel. Das können die doch nicht ernst meinen, ey. Was soll denn dieser Rotz? Nee. Ich weiß nicht, wie ich das besser machen soll. Keine Ahnung. Es ist einfach nur scheiße zu steuern. Und wenn man einmal kurz die Nase zu hoch macht und gebremst wird, dann verliert man das Ding schon aus den Augen. Ich habe gerade echt keinen Schimmer, wie ich das Ding anders steuern soll. Halt die Fresse, Alter. Ich kann es nicht mehr hören. Das kann ich auch nicht mehr sehen, was jetzt kommt, ey. So langsam raste ich hier aus.
Komm schon, ey. Nach vorne mit der fucking Nase. So, Schub geben. Ja, ich gebe Schub. Oder er fliegt nicht nach vorne. Er geht nur hoch. Mann, ey. Ist das ein Kack hier? Seht ihr das? Seht ihr das? Er geht einfach nur nach oben, sobald ich nach oben drücke. Und hier kriegt er keinen Schub. Ich kann den doch jetzt nicht hier immer mit W und 8 gleichzeitig nach vorne abwechselnde Schub Scheiße geben. Du hast das Ziel verloren. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Der fährt doch. Der fliegt doch hier lang. Der fliegt doch hier lang und ist dann da unten. So haben wir es doch letztens auch gekriegt, ey. Das kann doch nicht sein, Leute. Die wollen mich verarschen. Ihr wart doch dabei, dass der da lang geflogen ist. Ihr habt das doch gesehen. Ah. Ich hasse diese Mission, ey. Also wenn ich jetzt faile, dann muss ich echt mal kurz Pause machen, muss mal rausgehen, Fenster aufmachen, einmal rausschreien und was trinken und mich dann wieder zurück an den Rechner setzen. Weil sonst, sonst weiß ich echt nicht, wie das hier gehen soll, ja. So, wir fliegen jetzt erstmal zum roten Punkt, ne? Hoch die Nase. Das ist so kacke hier zu steuern. Du darfst die Nase nicht zu weit nach vorne nehmen. Also eben mit der Maus bin ich irgendwie besser geflogen. Komm, ich versuch's nochmal mit der Maus. Das geht's irgendwie nicht so. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist der Trick auch so ein bisschen so ein bisschen sich fallen zu lassen. Alter, komm, ich steige jetzt aus. Ich habe keinen Bock mehr. Liebe Freunde, nehmt es mir nicht übel, wenn dieser Part ein bisschen kürzer ist. Vielleicht hat er euch ja trotzdem gefallen. Wäre cool, wenn ihr mir dann einen Daumen hoch gebt. Je mehr Daumen hoch, desto weiter spiele ich dieses ganze Spiel hier für euch, für uns. So, und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Ciao.